Ansprüche EU-weit. Gut, das haben wir vorher schon gesagt. Wir haben die höchsten Steuerlasten weltweit. Wir haben die höchsten Mieten und die wenigsten Eigentumsquoten. Wir haben die höchsten Strom- und Gaspreise, die sich ja jetzt noch weiter explosionsartig nach oben bewegen. Wir haben die höchste zuwanderungsbedingte Ausländerkriminalität weltweit. Wir haben die Vernachlässigung von alten Kindern, Jugendlichen und sozial Schwachen. Ja. Werden bei uns, obwohl wir in einem Sozialsystem leben, sehr teuer bezahlt, werden bei uns vernachlässigt. Wir haben die höchste Gewalt gegen Polizei, Ärzte und Rettungskräfte. Wir haben hunderte Millionen Euro Kindergeld für nicht existierende Kinder im Ausland, was wir bezahlen. Wir verschleudern Milliarden Steuergelder in aller Welt. Beispielsweise China ist gerade dabei, uns, was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angeht, deutlich zu überholen. China, indem sie vorher unsere Patente geklaut haben, zum größten Teil, also manche haben sie auch bezahlt, oder Unternehmungen übernommen haben. Und trotzdem geht unsere Frau Baerbock hin und gibt denen beim letzten Besuch der Frau Baerbock in China, weil China immer noch den Status eines Entwicklungslandes hat, 800 Millionen Euro. 800 Millionen? Ja. Sonst waren 600, jetzt sind wir 800. Ja. Wir haben eine totale Enteignung der deutschen Sparer. Inflation, Nullzinspolitik, gibt lange Zeit, jetzt wird es allerdings kritisch, also hat man ein bisschen den Leitzins erhöht, der reicht natürlich immer noch nicht aus, sondern der müsste bei 4,5-5% ungefähr liegen. Wissen Sie, was das für eine Bedeutung hat? Dass die ganzen sehr teuer erworbenen Eigenheime, weil sie zum Glückspreis ein, so, wenn die dann wieder in die Refinanzierung, in die neue Form der Soliditätenzins kommt, sind wir nicht mehr bei 2%, sondern bei 9%. Alles habe ich alles schon erlebt, 9% Hypothekenzins. Nur diese Menschen, die so teuer eingekauft haben, sind nicht mehr in der Lage, dann diese Erhöhung der neuen Hypotheken zu bezahlen. Das heißt, diese ganzen Wohneigentumsansätze werden auf den Markt kommen, entweder durch eigene Entscheidung oder durch Zwangsversteigerung durch die Bank. Das heißt, dann werden die Immobilienpreise natürlich brutalst möglich absinken. Wir haben eine Indoktrination, eine Manipulation, eine Verbotsstufe und Gleichschaltung der Medien in Deutschland, wie sie im Grunde nur in autoritären Staaten genauso ist. Obwohl wir ja uns im freiesten Deutschland aller Zeiten befinden. Wir haben die höchste Abwanderung von Fachkräften in Deutschland. Haben Sie eine Vorstellung, wie hoch die ist? 150.000 pro Jahr. Das war auch immer meine Meinung. Und 300.000 wandern ein. Das war auch immer meine Meinung, weil das war so mein Stand. Ich bin aber vor 4 Tagen auf eine Statistik von Destatis, ist eine Institution der Regierung, gestoßen. Abwanderung von Deutschen aus Deutschland. Im Jahre 2021, die war bei 820.000 Menschen. Nein. Ja. Boah. Und das ist alles qualifiziert. Ja. Oder auch Rentner. Ja, die waren ja auch qualifiziert. Ja, klar, aber sagen wir mal, lass es die Hälfte Rentner gewesen sein, dann waren es immer noch 400.000. Ich dachte auch immer so 150.000. Das ist doch brutal. Ja, lass das doch mal 3 Jahre passieren. Weil auch die Rentner mit ihrem Renteneinkommen und ihrem Sparvermögen immer noch einen konstruktiven Beitrag zu unserer Volkswirtschaft leisten. Aber wenn die nicht mehr da sind, dann leisten sie eben keinen Beitrag mehr. So muss man das sehen. Auch ein Rentner, der relativ gut alimentiert ist, gibt es ja auch ein paar. Hier, Zum Beispiel. Ungarn lockt. Russland wird den. Wir haben den Zustand, dass Duldung und die Alimentierung von linker Gewalt, Finanzierung, Kampf gegen rechts, 900 Millionen Budget in diesem Programm, Kampf gegen rechts,
Und ist das das, was die Kühners gefordert hat? Ja. Aber die jetzt organisiert ist von dem Innenministerium, also im neuesten Ansatz, wir haben es ja wieder erhöht nochmal, das Budget. Wir haben ein Milliardendefizit bei Krankenkassen wegen den Asylkosten. Genau. Das führt zu Nachforderungen, die werden deutlich kommen. Das können die Menschen aber bald nicht mehr dann leisten. Und muss man sich eben fragen, wie dann unser Krankenkassensystem zukünftig sein wird. Wir haben ein Klimapaket, Abzocke, hoch 5. Ja, hoch 10. Oder hoch 10, gerne, ja. Wir haben Vernichtung hunderttausender Arbeitsplätze. Auch die Form dieses Ukraine-Russland-Konflikts oder Krieges, ja, von mir aus. Ich bin nicht auf der einen, nicht auf der anderen Seite. Was mich interessiert ist, was macht das mit uns? Wo werden unsere Interessen hier gewahrt? Und Sie werden nicht einen einzigen Punkt finden. Egal, wo man positionell steht, pro Ukraine oder pro Russland. Wo irgendein deutsches Interesse hier realisiert wird und eingefordert wird. Nichts. Islamisierung, okay, klar, ist ein Problem. Höchste Anzahl deutscher Opfer von Zuwanderung. Asylbetrug mit Vielfachidentitäten. Terroranschläge, Internetzensur. Internetzensur. Beispielsweise die Europäische Union hat über ihren EU-Kommissionsvize, also einer unter der von der Leyen, gesagt, dass dieser Twitter-Plattform, wenn Musk den Trump da wieder reinlässt, dann würde in der Europäischen Union Twitter komplett gesperrt werden. Also im Grunde genau das, was die Europäische Union immer sagt, in Russland, dort und dort und China, Ungarn und China und so weiter. Korea. Es ist menschenverachtend, wird hier genauso. Oder in der Türkei. Ja. Es ist beispielsweise, wir haben hier in Deutschland den höchsten Bedarf und den höchsten Anzahl von Tafeln und Obdachlosen in der ganzen Europäischen Union. Ja. Das sieht man auch, wenn man in den Großstädten in die Bahnhöfe reingeht. Es graust einen nur noch. Wie kann man Menschen, egal jetzt, wie sie beschaffen sind, permanent ein solches Leben zumuten, dass sie sich gerade auch in den kalten Jahreszeiten mit Zeitungspapier bedecken müssen, was nur eine scheinbare, geringfügige Erwärmung ermöglicht, liegen die auf dem Boden. Das sind so die Dinge, die mir mal eingefallen sind, um die Liste des Grauens zu machen. Und jetzt noch ganz am Schluss, die Subsumption des Ganzen wurde auf die Spitze getrieben, als 2020 das Buch von Malaré und Schwab publiziert wurde, The Great Reset. Mhm. Wissen Sie, ich bin kein Mensch, der sagt, ein oder zwei oder drei Leute setzen sich zusammen und handeln dann solche Geschichten aus. Das sind komplexere Systeme. Das sind nicht zwei, drei, fünf, die da zusammensitzen und etwas machen, sondern das sind ideologisch getriebene Menschen, die sich zunehmend vernetzen, um etwas zu erreichen. Und das ist Big Business, Big Data, Big Pharma. Ja. Ja. Und wie man dem Herr werden will, geht das nur, wenn man die Bürger darüber aufklärt. Und genau die Bürger über diese ganzen Hintergründe aufklärt. Ist jemand hier, der den The Great Reset gelesen hat? Also das ist mit das Radikalste, was ich jemals gelesen habe. Und ich habe ungefähr 32.000 Bücher zu Hause bei mir. Das ist das Radikalste, was ich jemals gelesen habe. Menschenfeindlich. Ich wollte gerade sagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Zerstören, wieder aufbauen. Das bringt Kohle. Ja. So, das, zack, fertig. Das ist die radikale Zerstörung all unseres Gewohnten, unseres Normalen. Und das ist der Weg in die neue Normalität, den denen vorschwebt. Und der Verfassungsschutz, einer der Günstlinge dieses politischen Systems, macht damit.
Wir reden ja von einer Dreigewaltenteilung in Deutschland. Das ist die Basis unserer Demokratie. Ich rede schon seit Monaten und Jahren nicht mehr von der Dreigewaltenteilung. Ich rede von der Dreigewalteneinheitstyrannis. Weil die arbeiten alle zusammen. Es ist ein Unding, was man erlebt. Der Haldemann wurde gewählt und war noch Abgeordneter. Das heißt, er hat als Verfassungsschutzgerichtspräsident, Verfassungsgerichtspräsident, nicht Verfassungsschutz. Ja. Nee, nicht Haldenwang. Nicht Haldenwang. Wie heißt er? Habert. Habert. Der war noch Abgeordneter. Da wurde der gewählt, den nehmen wir. Jemand aus der Legislative in den Verfassungsgerichtsstand zu setzen. Das heißt, er muss dann Gerichtsurteile treffen über Legislativentscheidungen, die er mit entschieden hat. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber es geht. Warum geht's? Warum leckt sich ein Hund am Sack? Weil das kann. Ja. Ja, und nimm das Beispiel Kramer in Thüringen, der Verfassungsschutzpräsident, der bringt noch nicht mal die juristischen Voraussetzungen mit. Aber dieser linke Kommunist hat den einfach in das Amt gesetzt, obwohl das eigentlich nicht zulässig ist. So, das muss man. Und jetzt sage ich, meine Wahrnehmung ist, die Geschehnisse, die akzelerieren momentan, die beschleunigen sich extrem. Jetzt kann man sagen, das ist, weil sie es können, oder man kann sagen, es ist ein Ausdruck ihres eigenen Zweifels, ob sie ihre Transformation, diese radikale Transformation, von der wir ja auch die ganze Zeit jetzt geredet haben, wirklich schaffen können. Ich glaube, dass diese Akzeleration eher ein Zeichen der Skepsis zur Durchsetzung dieser Zielsetzung ist. Das ist meine Meinung, aber ich bin immer ein hoffnungsfroh gestimmt. Nein, das kann man ja auch so sehen. Ja. Die beschleunigen, damit sie eventuell noch ihr Ziel schaffen. Überzeugt sind sie nicht. Sie verschärfen immer stärker ihr Sonderrechtsregime. Das sehen wir ja jetzt auch gerade schon wieder. Wie kann es sein, dass zum Beispiel diese Überprüfungen, die Einvernahme die von diesen 52 Leuten durch 3000 Polizisten derart stark in den Medien vorab, bevor, wir haben ja immer noch das Prinzip der Unschuldsvermutung. Ja. Wie kann das derart stark schon so kommuniziert werden? Das ist doch schon ein Sonderrecht, was hier in Anspruch genommen wird. Das heißt, ich bin der Auffassung, das ist eine Form der Skepsis, dass sie das nicht schaffen können. Ukraine, Russland haben wir auch schon mal kurz angesprochen. Ich will jetzt ein schönes Zitat, noch nicht das, was ich immer sage am Schluss eines Vortrags, sondern ein anderes von Hannah Arendt, ein wunderbares Zitat, und das bitte ich sich auch aufzunehmen. Der ideale Untertan der totalitären Herrschaft ist nicht der überzeugte Nazi oder der engagierte Kommunist. Der ideale Untertan eines totalitären Systems und der totalitären Herrschaft sind immer Menschen, die nicht unterscheiden können zwischen Fakten und Fiktion, zwischen wahr und falsch. Und ich glaube, dass das unheimlich genau die Situation beschreibt. Sobald wir den Menschen die Grundlagen verschaffen zwischen Fakten und Fiktion und wahr und falsch zu unterscheiden, dann werden wir obsiegen. Genau das ist das. Und enden tue ich immer mit einem Zitat von Hölderlin. Mhm. Tübingen. Wo ist die Dame aus? Da ist sie, ne? Aus Ettlingen. Bei Karlsruhe. Aber Sie kennen die Neckar. Ja. Und in Tübingen das Flusshaus, wo der Friedrich Hölderlin gelebt hat. Friedrich Hölderlin war geistig umnachtet. Er lebte im Wahn in Obhut. Aber er hatte lichte Momente und da hat er so Elegien geschrieben und so wunderschöne Gedichte und wunderschöne Literatur geschrieben. Unter anderem die Elegie Patmos.
Und da sagt der Hauptdarsteller, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Und das Rettende, meine Damen und Herren, in unserem Leben, in unserer Welt, das Rettende ist Nation, ist Freiheit, ist Werte, konservativ sein. Und genau diese vier Dinge sind die Grundelemente der Alternative für Deutschland. Genau.